Leute, und ihr habt es wahrscheinlich schon gedacht, wir gucken uns noch ein Innistrad Mitternachts-Booster-Set-Booster an. Und nachdem wir das letzte Mal eine Commander-Karte da drin hatten, was mich sehr verwirrt hat, gucken wir mal. Wunderschöne Mensch-Token. Gucken wir uns mal an, was wir dieses Mal haben. Boah, dieser Werwolf. Werwolf. Ja, mir Gebirge. Sehr, sehr schön. Ich mag die wirklich. Ich würde die mal gerne in voll sehen. Ob die wirklich voll sind. Hier ist nur der Rand so ein bisschen Glitzer, aber das sind die halt alle. Leuchtfeuer der Hoffnung. 2 Mana, eine Kreatur kriegt +2/+2 bis zum Ende des Zuges. Falls es ein Mensch ist, kriegt sie stattdessen 3/+3 und Unzerstörbarkeit. Yes, für die Menschen. Kerzenhain-Hexe. Mensch, Hexenmeisterin. 2 Mana, 2/2 mit Hexenzirkel. Das heißt, wenn ihr insgesamt 3 verschiedene Angriffsstärken habt, also hier ist zum Beispiel schon eine 2 drauf, und zumindest Kampfes kriegt die dann Flugfähigkeit. Nicht schlecht. Maske der Heckenhexe. Okay, 1 Mana Ausrüstung, die Ausrüstung kriegt +1/+1 und kann nicht von Kreaturen mit Stärke 4 oder mehr geblockt werden. Okay. Morbide Opportunistin. So viele Frauen in diesem Set. Sind die ganzen Männer im Krieg gestorben. Und jetzt führen die Frauen Krieg. Nice. 3 Mana 1/3, immer wenn ein oder mehrere andere Kreaturen sterben, zieht ihr eine Karte, kann nur einmal pro Zug ausgelöst werden. Ah ne, sie hat den Mann hier, oder Vampir hier unten einfach umgenietet. Nice. Nekrosyntöse. 200 Verzauberungen, verzaubert eine Kreatur. Und immer wenn die Kreatur stirbt, legen wir eine +1/+1 Marke auf die verzauberte Kreatur. Und wenn die verzauberte Kreatur stirbt, schauen wir die obersten X-Karten unseres Decks an. X ist hierbei natürlich die Stärke. Und wir nehmen eine Karte auf die Hand, den Rest unter das Deck im Liebe-Reihenfolge. Ne, zufälliger. Okay. Flammenlenkerin. 2 Mana 2/2. Wenn die ein Zauberspruch, den du kontrollierst, Schaden zufügt, transformiere die. Okay, jetzt bin ich gespannt, was sie tut. 3/3 und immer wenn du ein Zauberspruch, den du kontrollierst, Schaden zufügt, lege eine Verkörperungsmarke auf die Verkörperung der Flamme. 1 Mana, wir können ihn opfern. Und ne, wir können eine Verkörperungsmarke opfern, also von der runternehmen. Und die oberste Karte unseres Decks in Exil schicken und diesen so casten. Sehr, sehr cool, dass sie jetzt zum Feuer wird. Dann haben wir, oh ja, ein Delver. Geheimnisstöberer, 1 Mana 1/1, zumindest Versorgungsmens, können die oberste Karte unseres Decks vorzeigen. Oder erstmal angucken, so ist richtig. Und dann könnt ihr eine Instant oder Sorcery, wenn ihr wollt, vorzeigen. Und ja, dann könnt ihr den wenden. Und wenn ihr den wendet, dann habt ihr einen 3/2 Flieger. Eine der stärksten Karten im Legacy. Und ja, viele Leute auf meinem Channel dürften den schon kennen. Ach, ich finde das Artwork so unendlich geil. Können wir ja sagen, ob ihr das alte oder das neue Delver Artwork mal bevorzugt. Ich finde das neue richtig nice. Hinterlandbefreierin, 2 Mana 2/2. Wir können die Opfer im Artefakt oder Verzauberung zerstören. Mit Tag aktiv und Nacht aktiv ist. Für 1 Mana können die opfern. Und immer wenn die angreift, zerstören mit Artefakt oder Verzauberung unserer Wahl, die der Verteidigung des Spielers kontrolliert und ist eine 3/3er. Mit einem Joker süßen Artwork. So. Ja, wow. Unermüdlicher Schlepper. 5 Mana, 4/5 Wachsamkeit mit Tag aktiv. Und er ist auf der anderen Seite 6/6 Wachsamkeit. Schreckensrudel Raufbold. Okay, dann ist er kein Schlepper mehr. Krass. Und wir haben Morastmonster. 5 Mana, 5/5. Immer wenn es ins Spielfeld kommt oder angreift, legen wir eine Schleimmarke auf bis zu eine andere Kreatur. Nicht-Schreckenskreaturen mit Schleimmarken verhindern allen. Verlieren alle Fähigkeiten und haben Basisstärke mit dem Schrank 2/2. Oko all over again. 5 Mana 5/5, das ist nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Aber hier haben wir jetzt keine Delver-Karte, keine Commander-Karte drin und auch kein Ding. Loyaler Dommelgreif ist unsere letzte Karte und zwar unsere Foil. 3 Mana 2/2 mit Flash fliegen. Wenn sie ins Spielwerk kommt, können wir eine andere Kreatur, die wir kontrollieren, auf die Hand des Besitzers zurückbringen. Sehr, sehr cool, wenn wir damit halt solche wiedergebrachten Karten, die, wenn sie sterben, exiliert werden, benutzen können. Gut, soviel dazu. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexate. Ciao, ciao.